Also wenn meine Hunde oder ich mal einen Pupsi lasse, dann ist der Lemongrass-Kokosnuss angesagt, Leute. Avon-Time. Und ich habe tolle Sachen dabei. Hallo, hier ist eure Flaumi zu einem neuen Unboxing von meinem geliebten Avon. Ich bin wirklich begeistert, tierversuchsfrei. Und ich habe es im letzten aufgebraucht, war ich ja von einigen Sachen sehr begeistert. Und ich habe euch versprochen, es wird nochmal eine Wiederholung geben, dass ich mich aufrege. Wir legen aber jetzt los. Und zwar habe ich mal bestellt. Avon Care 24 Stunden Moisture Look Complex Cooling Body Lotion. Das ist mit Aloe Vera, Kukumba, Menthol, Vitamin E. Das sieht so aus. Das ist ein Cooling-Effekt. Und zwar, wenn du nach so einem heißen Tag wie gestern zum Beispiel, das war am Donnerstag mit 38 Grad, sowas dann hast. Und ich bin gespannt, wie das performt. Also rieche tut schon mal wunderbar. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ein Cooling-Effekt hat. Also die Heidi, meine liebe Abonnenberaterin, die findet ihr wie immer unter jedem Video in meiner Infobox mit Geschäftsnummer und Instagram und YouTube. Da könnt ihr gern vorbeischauen und sie mal anpiepsen, wenn ihr was wissen möchtet oder was bestellen möchtet. Cooling, sie hat gesagt, das ist wirklich Apps, wo wirklich toll ist. So, dann geht's weiter. Ich habe mir mal bestellt, das habe ich auch noch nie gehabt, Planet Spa The Energize Ritual mit chinesischem grünem Tee-Extrakt. Und zwar ist es ein Augengel. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Ich mache das natürlich auf und zeige euch das. Das ist die Tube. Viele denken jetzt, die Augengels von Avon, oh, das ist aber eine kleine Tube. Leute, das glaubt ihr nicht, wie viel da drin ist. Also man braucht ja alles nicht viel. Ne? Also das ist wirklich klasse. Ne? Also ich bin gespannt, ob wie der ist. Den hatte ich, wie gesagt, noch nie. Wird natürlich spätestens immer aufgebraucht oder vielleicht mal wirklich in so einem Augencreme-Test. Das könnte ich auch mal machen. Mehrere Cremes mal testen in einem Video und mal sagen, wenn man langsam testet, wie das war. Ja, auch mal interessant. Dann habe ich Dual Ended Brow Pencil with Spoolie. Und zwar habe ich ein einziges Brauengel von Avon, wo ihr gerade im Moment seht. Und ich brauche dringend neue. Und zwar ist das die Verpackung hier. Und so sieht der Stift aus, mit einem Bürstchen dran. Und das eigentlich sieht aus wie ein Kajal. Aber dass ich mir auch mal feine Linien machen kann und dann gleich mit dem Bürstchen hinterher. In schwarz, weil ich habe das, was ich jetzt im Moment habe, ist ein ganz dunkles Braun. Man sieht das. Manchmal sieht man das, weil ich habe schwarze Augenbraue und ich brauche jetzt halt mein schwarzer. Und ich wollte jetzt mal auch feine Linien machen können und deshalb habe ich mir den bestellt. So, weiter geht's. Lemongrass Avon Senses Essence, Lemongrass und Kokosnuss. Das ist ein Raumspray. Habe ich mir das bestellt. Die Heidi macht mir ja immer Goodies rein. Also das ist auch so ein Ding, wenn ihr nur sogar einen Avon-Katalog bestellt, macht die euch ein Goodie rein. Habe ich im letzten aufgebraucht. Das verlinke ich euch jetzt mal da. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Habe ich im letzten aufgebraucht. Euch auch gezeigt. Und also die Heidi ist da wirklich sehr großzügig und da freue ich mich jedes Mal drüber. An dieser Stelle ein Dankeschön an uns, an unsere liebe Heidi, an die tolle Avon-Beraterin. Ich weiß nicht, ob ich das bestellt habe, Leute. Ich glaube nicht. Ein Raumspray. Das sprühe ich jetzt in den Weltraum. Oh, das riecht aber fein. Das riecht aber fein. Lemongrass und Kokosnuss. Oh, das riecht gut. Das riecht gut. Also, ich glaube, das habe ich nicht bestellt. Nee, dann kommt das von der Heidi. Das ist was Leckeres. Also, wenn meine Hunde oder ich mal einen Pupsi lasse, dann ist der Lemongrass-Kokosnuss angesagt, Leute. Das sage ich euch. Avon 3D Matt Blush Plump Pop ist die Plump Pop ist die Farbe. Machen wir auf und zeige es euch. Oh, schön. Oh, wow, 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 wow. Oh. Jetzt sage ich euch dazu noch was. Guckt euch das an. Swatch ich gleich.
Die Heidi hat zu mir gesagt, ich soll mir was aussuchen, was dann im September-Katalog kommt. Also das hier wird im September-Katalog kommen. Es sind mehrere Blushes, mehrere Farben und ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich nehme. Und ich habe gedacht, so, es ist ja bald wieder mal Herbst und ich wollte mal nichts mehr so Peachiges haben, sondern jetzt mal was Dunkleres und habe mir für den entschieden. Den swatchen wir jetzt. Leute, das sieht so erhoben aus. Geil sieht das aus. Riecht jetzt nicht so. Oh, schön. Ich swatch euch den jetzt. Oh, der eine schöne Farbe. So ein bisschen ins Rötliche rein. Ich glaube, ihr seht es auch so, wie die Farbe auch wirklich ist. Ich bin nicht geschminkt, sonst hätte ich mir das jetzt drauf geschmiert. Wunderschön, butterweich, absolut klasse. Also, wenn euch wirklich jetzt mal Avon interessiert und sagt, Mensch, ich möchte mal ein, zwei Teile bei der Heidi bestellen und unterstützt mir die Heidi ein bisschen, weil sie ist wirklich, ich kann wirklich die Heidi euch wirklich empfehlen. Das wird jetzt im September-Katalog kommen. Diese Blushes, in ich glaube vier verschiedene Farben und ich habe mich, glaube ich, für den untersten entschieden, also dieses Plum Pop. Also geil, also Leute, der ist echt klasse. Den werde ich gleich, wie gesagt, ja, sobald es Herbst jetzt langsam kühler wird, werde ich den ausprobieren. Wunderschön, wunderschöne Farbe, wunderschön. Ich werde schon wieder halbe Gänsehaut. Ich freue mich über dieses Teilchen, das auszuprobieren, das sage ich euch. Klasse. Also da wird auf jeden Fall mal irgendwie mal ein Review oder ein Video oder da werde ich mal was sagen, wenn ich mich mit dem schminke oder was auch immer. So, dann habe ich hier ein, kann das sein, dass das die Heidi mir auch reingemacht hat, Avon Color Trend Lush Lips Balm, weil ich sage immer, mein Motto ist immer, Labello kann man nie genug gebrauchen. Hat mir das die Heidi auch reingemacht? Ja, tatsächlich, 100 Pro. Sogar zwei Stück. Heidi, schreib jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du jetzt das Video siehst, bitte schreib mir mal, was du mir da alles reingeschmissen hast. Weil ich weiß als nicht mehr, was ich als bestellt habe. Das geht mir immer so. Und ich wundere mich als manchmal. Oh, schön, wie so eine Art rosa Farbe. Oh, riecht der fein. Mache ich mir jetzt irre Lippenstift. Das ist gerade egal. Ein Stück abgebrochen jetzt, noch ist nicht schlimm. Reiben wir jetzt da noch ein bisschen. Guck mal, Odin. Schau mal. Vanilla. Soll man dir das auch mal drauf schmieren? Guck mal, der Odin. Odin, nee, das geht nicht. Du hast Vanille. Du schlägst, du frischst du mir ja auch. Ja, gell, das riecht nach Vanille. Am Odin gefällt's. Also, das Ding ist total abnormal. Ja, komm, nicht an den Ständer. Jesus Maria, mein Knödels. Weg da. Leute, meine Hunde. Ich dreh durch, meine Hunde. Also, wie gesagt, ich habe zwei davon. Ich denke mal, dass vielleicht sogar einer an die Verlosung wandert. Leute, das ist toll. Ach, ist das ein tolles. Oh, ich bin schon wieder richtig begeistert und hab noch nicht einmal. Jesus Maria, ich habe noch so viel Zeug da drin. Ich habe zwar noch eins und habe mal vor ewige Zeit im Video oder mal aufgebraucht, war es auch mal davon geschwärmt. Und es ist wirklich ganz, ganz toll. Und zwar ist das von Planet Spa, Blissfully Nourishing mit afrikanischer Shea Butter, Hand- und Fußmaske. Viele von euch werden sich jetzt daran erinnern, die neue wahrscheinlich nicht, weil die alten Videos vielleicht nicht angeguckt worden sind. Ich kann es euch jetzt natürlich nicht sagen. Das Ding ist auch ganz toll. Kann ich auch nur empfehlen, deshalb habe ich es nachbestellt. Für die Hände und die Füße. Und ich habe ja gesagt, wenn das dann nach dem Duschen auf die Füße kommt und ich schöpfe ja gerne aus dem Voller, habe ich so viel noch an der Hand, dass ich es mir automatisch dann in die Hände, dann braucht ihr nicht noch extra nochmal nehmen. Also das Ding ist auch sehr, sehr ergiebig, wunderbar, vertrage ich gut, ich habe ja Rheuma und vertrage das wirklich klasse. Das kann ich euch als Hand- und Fußmaske abends nach dem Duschen Socke drüber, jetzt wenn es eh kühler wird, schöne dicke Kuschelsocke drüber und dann habt ihr wirklich am nächsten Tag wunderbar, oder abends, wenn ihr dann die Socke auszieht, habt ihr schöne weiche Füße und es riecht bombastisch. Afrikanische Scherbutter, bombegeil. So, und wenn wir es jetzt schon von Kuschelsocke haben, ich habe mir, es ist immer eine Einheitsgröße, habe ich mir Kuschelsocke für den Herbst gekauft und mit einem herbstlichen Motiv und so sehen die aus. Ganz, ganz toll. Die sind wirklich wunderschön. Ganz toll. Also die sind toll. Da freue ich mich, wenn es kühler wird nach dem Duschen und ich auf dem Sofa sitzen kann. Übrigens habe ich mir ein neues Sofa bestellt. Geiles Teil.
und meine Hunde um mich rum und wir sind alle in Decke gekuschelt und gucke Fernsehen und schmuse und ich habe die Socke an. Die, wo mich länger verfolgen, wissen, dass ich das am liebsten mache abends. So, ihr Lieben, gleich weiter geht's. Und zwar hatte ich schon mal vorgestellt, habe ich mir noch einmal nachbestellt, Legendary Lange, eine Mascara, schwarz. Und zwar ist es die hier. Ich habe zwar eine noch, wie gesagt, aber diese Mascara ist einfach klasse. Ich kann dies, das ist so ein, da habe ich gesagt, wie so eine Kanone sieht die aus, so ein bisschen wie so eine Rakete mit dem Deckel. Das ist eine so tolle Mascara. Viele können da bekommen eine klassische Gummibürstle. Ich zeige euch das mal ganz klein. Aber zuck, 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 das geht so schnell bei mir. Dann habe ich tolle Wimpern. Die ist ganz toll. Ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen, wenn einer damit klarkommt mit einem kurzen Gummibürstle. Probiert die wirklich mal aus. Kleines Geld, kostet nicht viel. Absolut aktuell im August-Katalog drin. Und die ist keine LE. Ich weiß nicht, ob die das letzte Mal jetzt drin war. Ich kann es euch jetzt gar nicht mehr sagen. Super. Absolut klasse. Ich mag die total. Deshalb habe ich sie nochmal nachbestellt. So. Ich habe da was hängen. Entschuldigung. Ich habe euch im letzten aufgebraucht, das hatte ich euch ja schon verlinkt, da könnt ihr am Ende des Videos gerne mal draufklicken. Habe ich euch ja gesagt, ich habe im Moment ein Fußpeeling in Arbeit von Avon, wo ich beim nach dem ersten Mal schon mega begeistert war. Foodworks Roof Skin Remover with Pumice, ich weiß nicht was das ist, and Walnut Shell, also diese Walnuss. Schalen. Gehst du mal aus meiner Schale raus? Na gut, die Blumen sind eben Eimer. Und zwar gibt es in der großen Größe diesen Monat im Avon-Katalog. Und ich habe mir nochmal eins bestellt, weil ich genau weiß, wenn das leer wird, hey, hätte ich es eh nochmal nachbestellt. Da haben wir gleich eine große Tube. Das sind, wie viel Milliliter? Wo steht's denn? 150. Und glaubt mir, Leute, wirklich, das hebt euch ewig. Super geiles Teil. Absolut. Das sind ganz feine Körnle. Spitze. Und riecht, wenn man es aufmacht. Nee, das sage ich euch immer aufgebraucht. Oder kauft es euch selber. So, dann habe ich hier, sag mal, habe ich das auch bestellt? Leute, ich bin total, hat mir das Ding die Goodie auch reingemacht. Ich muss mal mit der Heidi, wir müssen mal schwätzen jetzt privat über WhatsApp. Weil ich blicke die mit durch. Und zwar, ich habe euch das Raumspray mit diesem geilen Lemongrass gerade eben vorhin vorgestellt. Jetzt habe ich hier eine Handlotion Lemongrass Coconut. Jetzt check ich das. Jetzt wartet mal. Ja, das kommt auch im September. Jetzt hat die mir das auch als Goodie reingemacht. 100 Pro. Ach Heidi, du spinnst ja. Und zwar ist das ein Trio. Das gibt es noch mit Lavendel. Und zwar gibt es das noch als, mit Handlotion, als Handlotion. Und hier habe ich die Handwash mit Pumper oben. Und ich habe gesagt, ich hätte mir das eh bestellt. Genau, ich habe mir für mich nämlich bei dem Goodie für den Blush entschieden zum Ausprobieren. Na, jetzt such dir ein Goodie raus. Dann hat sie mir drei vorgeschlagen und ich habe mich für, gab es noch ein Lipgloss, wo ich den, das wird nächsten Monat eben bestellt, den Lipgloss. Entweder ein Blush, Lipgloss oder eben ein Trio. Und zwar gibt es das mit Lemongrass und Coconut. Seht ihr, ich träge mich schon wieder auf vor lauter Freude. Und einmal mit Lavendel und irgendwas. Und ich habe gesagt, das hätte ich mir dann eh bestellt, aber gib mir den Blush. Jetzt hätte ich mir das auch reingemacht. Ach Heidi, du spinnst ja. Ah, das ist ja bombastisch. Ah Leute, das ist klasse. Ach Heidi, seht ihr, deshalb lobe ich die Heidi. Weil es ist wirklich die Wahrheit, die Heidi ist einfach geil. Die Heidi ist geil. Heidi, ich liebe dich. Ohne Ende. So, jetzt gleich weitermachen. Oxypur. Ich hatte das schon mal. Jetzt habe ich es weg. Sorry, da ist irgendwas vom Odin gehängt. Sorry, Kinders, es hat mich gestört. Ich hatte das schon mal und ich möchte es jetzt noch einmal ausprobieren. Und zwar habe ich von Oxypur Hydrate and Restore ein Nightgel, also Nachtgel mit Algae und Soy-Komplex und eine Tagescreme. Wenn man meine ganze Creme, ich habe nämlich jetzt viel in Arbeit, auch von Avon. Habe heute auch die Tagescreme übrigens von Avon drauf. Und danach kommt das mal dran. Also da, ich hatte das schon mal, aber das will ich dann wirklich mal durchziehen und werde das mal ausprobieren. Letztes Mal war ich ganz zufrieden, aber wie gesagt, ich habe es damals halt nicht oft benutzt, also nicht täglich, um dann die Wirkung zu sehen, sondern habe dann viel gewechselt und ich möchte das jetzt einmal in einem Rutsch durchprobieren. Und glaubt mir, in so einer Dose, das hält euch ewig. So, Alla, dann geht's weiter. Und zwar habe ich eine Face Maske, das habe ich jetzt wirklich bestellt. Avon Care, neue schöne Face Maske mit
Avocado 3-in-1, das ist, glaube ich, neu sogar. Und ich habe mich für die 3-in-1 mit Avocado entschieden, weil das auch für trockene Haut geeignet ist. Und zwar, ich mag zwar die Tuchmaske und die Crememaske, aber ich wollte mal eine in der Tube, wo nicht nach einer Tuchmaske, das ist probiere ich einmal und schmeiße sie weg. Und ich wollte mal eine, wo man öfters auch mal wieder probieren kann. Und deshalb habe ich mir jetzt mal eine in der Tube geholt. Maske in der Tube. So, weiter geht's. Ich habe... ich glaube, das habe ich mir auch bestellt. Avon Moisturizing and Smoothing. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch neu. Eine Cooling Face Maske mit Camellia Sinensis Leaf Extract. 10 Minuten machst du die drauf. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene. Ist auch immer gut. Ist auch ziemlich neu. Gibt es auch, glaube ich, 3 verschiedene. Und ich habe mir die Cooling Maske ausgewählt. Jetzt gerade, weil ich habe, ich bin ein Mensch, wo halt wirklich nicht vom Dicke, sondern allgemein sehr viel schwitze, auch im Gesicht extrem. Und ich sag einfach mal, wenn ich vielleicht sogar die mal abends drauf mache, nicht morgens. Wenn ich mich nach einem Duscher gewaschen habe und einfach mal drauf, ob das dann ein kühlender Effekt ist. Oder sogar mal mittags, dass man das Gesicht sich zwischendurch wäscht, vom Schweiß entfernt und alles. Und dann die Cooling Maske drauf. Bin ich sehr gespannt. So, und das hat die Heidi mal in einem ihrer YouTube-Videos. Das Video ist noch gar nicht so alt. Ich verlinke jetzt mal euch ihren Kanal hier. Da könnt ihr gerne mal draufklicken und mal gucken, was die so bringt. Und zwar hat sie das vorgeschlagen. Und zwar hat sie sich in dem Video eine Augencreme drauf gemacht. Und den Cool-Effekt, den Cooling-Effekt noch zu verstärken, hat sie dieses Teilchen benutzt. Und zwar kannst du beides nehmen. Das Runde und das. Und sie hat gesagt, das ist sofort kühlend. Das hat sie noch nicht einmal im Kühlschrank habt. Und ich möchte es nicht auspacken, Leute, ich möchte es nicht dreckig machen. Und zwar, vielleicht seht ihr das dahinter, das sind solche, seht ihr das hier? Diese kleine, das sind wie so Pads, wo du noch drauf machst, zusätzlich unter die Creme eine Weile drauf lasch. Und diese Pads kannst du waschen und ein paar Mal benutzen, also dass sie nicht sofort schmeißen. Und dann habe ich das gesehen im Video und habe gesagt, boah, bestell mir das mal, das möchte ich mal ausprobieren. Also das ist eigentlich wirklich nicht schlecht, da wollte ich mal echt mal gucken. So, gleich mal ganz kurz zwischendurch. Das ist, oh, mein September-Katalog, guckt mal. Auf der Rückseite, das ist die. Die Mascara, wo ich gesagt habe. Also seht ihr, im September ist die drin. Die kostet 6,99 nächsten Monat. Also Leute, das ist ein unschlagbarer Preis. Ich sage, wer und da gibt es sogar ein Set davon mit dem Ding für 12 Euro. Also Leute, wenn ihr wirklich Interesse mal habt, da seht ihr September-Katalog. Gleich bestellen bei der Ding, da kriegt ihr den September-Katalog zugeschickt und könnt dann gleich bestellen und ab 1. September geht die Bestellung raus. Geil! Da bin ich wieder bin ich mal gespannt. So, jetzt habe ich, und da bin ich auch bei dem Aufgebrauch, das ich euch verlinkt hatte, ja total ausgerastet und ich habe ja keine mehr und ich habe mich natürlich gleich eingedeckt. Diese Creme für die Füße nach dem Duschen ohne Peeling wird. Ich habe noch nie so glatte Ferse und Füße gehabt, Leute. Vor allen Dingen die Ferse. Das ist die hier. Die ich am letzten aufgebraucht. Jetzt wird es ein bisschen dunkel, es tut mir leid. Das ist halt das aus, wenn man halt außen filmt. Tut mir leid, Leute. Die hier. Ein kleiner Doppelpack, weil ich gesagt habe, ha, na, gibt es die im September-Katalog oder ne, wir mal eine Weile nehmen. Nee, so. Okay. Habe ich jetzt, ne, das ist eine andere. Und dann habe ich mir noch eine große bestellt, Foodworks Intense Moisture Cream. Das ist auch so in groß, das ist auch eine Feuchtigkeitscreme für ganz trockene Haut in groß bestellt. Ich sage, ich habe eh trockene Haut und ich glaube, da wäre ich mal richtig dran. Da bin ich, weil das ist ja dunkelblau und das ist hellblau. Da möchte ich die auch mal ausprobieren. Und da gab es eine große Big Size und da habe ich die mir auch mal mitgenommen. Ich sage, hält ja ewig. So, dann habe ich hier eine Seife mitgenommen und zwar Softening von Avon Care, Softening Moisture mit Macadamia. Ah, das ist jetzt auch ein Goodie. Ah, Leute, ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall, da bin ich auch mal gestrengt. Macadamia riecht bestimmt auch gut. Ich kann es logischerweise nicht ausprobieren. So, und ich habe mir Pink Sands Shower Gel, Pink Coconut Water and Drachen, also Wasser und Drachenfrucht. Das ist von Avon Senses. Rieche mal gleich mal dran. Habe ich mir das bestellt? Oder ist das auch wieder gut? Leute, da war ich verrückt.
Schreibt mir mal in die Kommis. Also schreibt mir mal bitte in die Kommis, wenn ihr eine Bestellung habt von DM oder wo auch immer her. Wisst ihr auch immer, was ihr bestellt habt? Jetzt halt nochmal, gut, okay, DM macht euch keine Goodies rein, aber viele von euch tun ja auch von Avon. Wisst ihr dann auch gleich, was ihr noch bestellt? Leute, ich wäre echt blöd. Habe ich das bestellt? Keine Ahnung. Aber ich rieche jetzt dran. Oh, riecht das fein. Ach, riecht das fein. Leute, da werde ich wieder unter meiner Dusche stehen, eine halbe Stunde, sag ich euch. Kinders, hört mir auf. Kleine Reinspiegler.